Hallihallo und Servus, meine lieben Freunde des gepflegten Motorsports und willkommen zum 18. Rennen der Liga 1 der Racing League eSports. Wir befinden uns heute im wunderbaren Mexiko, in Mexiko-Stadt auf dem Autodrom Hermanos Rodriguez, wo uns heute ein 20 Mann starkes Fahrerfeld erwartet. Ich bin wie jede Woche nicht alleine, heute an meiner Seite der liebe Steve. Hallo und herzlich willkommen hier im Stream. Ich unterstütze heute den Kollegen beim Kommentieren hier der Formel 1, mein Debüt in der Formel 1 2019. Aber ich freue mich drauf. Wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen werden. Ich habe ja schon mitbekommen, wie die Punkttabelle ein bisschen steht. Wird auf jeden Fall ein spannendes Duell werden auf der Rennstrecke. Bin mal gespannt, wie die Qualifikation hier abläuft heute. Genau, Qualifikation ist in drei Teile unterteilt: Q1, Q2, Q3. In der ersten Runde kommen die schnellsten 15 weiter, in der zweiten die schnellsten 10 und in der letzten Runde im Q3 können sich dann die schnellsten 10 um die Pole Position streiten. Und wir sehen hier schon, es ist sonnig in Mexiko. Das ist ja schon mal schön, dass wir mit der Sonne hier heute anfangen. Nicht wie gewohnt direkt in den Regen reinkommen. Wird es auf jeden Fall sehr spannend werden. Ja, du hattest es gerade schon angesprochen, die Tabelle spricht schon ein bisschen Bände. Es ist heute das viertletzte Rennen und der Bojan im Williams, der ist hier gerade auf 12 gelistet, der führt mit ganzen 72 Punkten vor Deep Klaus. Der ist heute gar nicht mit dabei, sehe ich. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade, weil Deep Klaus wäre der Einzige, der dem Bojan heute noch, ja, die WM-Party hätte versauen können. Bedeutet aber, Bojan muss mindestens 3 Punkte holen, wenn er heute Weltmeister werden möchte. Aber Bojan, der ist so fix, der ist so schnell, das ist immer einer in den Top 3, Top 2. Das wird, denke ich, eine Klecks für ihn. Okay, der erste fährt schon mal raus auf die Strecke, der Leclerc 16. So, fahren wir direkt schon mal hier mit ihm. Bin wirklich gespannt hier. Oh, mit dem Red Bull, nicht schlecht. Wie gesagt, ich muss mich selber zuerst mal kurz hier einfinden, welcher Fahrer mit welchem Auto fährt. Ich habe zwar eine Liste hier vorliegen, aber so schnell bin ich nicht gleichzeitig lesen und kommentieren ist dann nicht immer die Stärke. Freestyle-mäßig funktioniert das auf jeden Fall. Man sieht hier im Bild, es ist ein Renault. Motor, ne, da haben auch, was haben die für einen Motor jetzt drin? Honda-Motor drin. Genau, haben den Honda-Motor drin. So, dann haben wir den Kollegen noch auf der. Also das geht gar nicht. Kollegen KNG, auch auf der Outlap unterwegs. Den Toro Rosso. So, dann kurz noch ein kleines Wort an die neuen Zuschauer. Wie gesagt, nicht wie gewohnt Gran Turismo Sport, sondern heute mal Formel 1 2019 für die Racing. RLE nochmal. Racing League eSports. Genau, Racing League eSports. Mal was Neues, statt immer nur das Gleiche, auch mal was Neues ausprobieren und auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig drauf. Sind hier absolute Top-Jungs, die sind richtig, richtig gut, richtig schnell. Und auf einem besseren Niveau kannst du hier. Wird auf jeden Fall ein langer Abend werden. Wie gesagt, wir fahren hier die kompletten Q1, Q2 und Q3. Das Rennen wird zu 50% gefahren. Das müsste bei dieser Strecke in Mexiko irgendwas um die 37 Stunden sein, wenn ich das nicht im Kopf habe. 35, genau. Und auf jeden Fall langer Rennabend. Freut euch drauf. Freut euch auf viele spannende Zweikämpfe hier mit den F1 Boliden. Wir fahren hier auf streng. Das bedeutet, man bekommt hier eine Runde sehr, sehr schnell als unnötig gekennzeichnet, wenn man die Strecke ein bisschen zu sehr verlässt. Eine Zeit haben wir schon von Leclerc mit 1:16, 1:94. Ja, eigentlich
hier alle auf dem Soft unterwegs, bis er drüben her. Schießt sich da mit dem Haken. Aber der Müller im Haas fährt die gleiche Zeit, ist er allerdings noch 2 Stunden weicher nach. Jetzt kommt Purple zu mir, Mann, in der 1:13.864. Und das ist die erste Zeit, an der man sich wirklich orientieren kann. Fährt mit Soft. Oder das ist es? Genau, ist nicht Soft. Und wieder gelbe Flagge hier. Ja, die wird relativ schnell geschwenkt, dafür sollte man sich nicht zu sehr ablenken lassen. Aber da ist ein Mercedes in Kurve 3, war da irgendwie auf Track. Das war der Twitch hier, ne? Hat dann keinen Ausflug mehr. So, ich hoffe, dass alle, die den Stream haben wollen, dass ich die Informationen auch gut weitergegeben habe. Den Stream auch finden für den einen oder anderen, den ich noch nicht kennt, wird hier live über Twitch übertragen, später dann natürlich auch auf YouTube hochgeladen, damit auch diejenigen, die das später sich nochmal anschauen können, in aller Ruhe. Wie gesagt, das erste Mal hier live über Twitch Formel 1 2019 von mir, Joker, das erste Mal kommentiert, deswegen braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber das wird im Laufe der nächsten 10 Minuten wahrscheinlich schon passiert sein. Die Marken kenne ich, Formel 1 Fan bin ich schon von Anfang an gewesen. Oh, Dreher hier von Kollegen. Ja, der größte Freund hier im Menü ist auf jeden Fall die Viereck-Taste, damit kann man dann das Zuschauermenü öffnen und durch die Fahrer switchen. Mit X bestätigen. Hin. Ich habe gerade den schönen Bug, dass ich gar keinen Spielsound habe. Und anscheinend übrigens. Mit dem letzten Update. Das ist gerade sehr verwirrend für mich, dass ich hier einfach keine Motoren-Sounds höre. Also ich höre die Motoren-Sounds auf jeden Fall. Ja, das kann gut sein, der Bug kommt dann auf jeden Fall. Jetzt trifft es mich halt aber noch ein bisschen mal so. War eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann ist der McCoppy, der beginnt jetzt seine schnelle Runde. Da kann man mal eine ganze Runde onboard mitbringen. Wir haben hier nämlich eine super, super lange und breite Startzielgerade mit DRS, also beim Start. Man sagt hier auch, zweiter Platz ist eigentlich gut für mich, weil du nicht schaffen, dass du da zu viel Zeit nicht machen kannst und dann vielleicht in T2 hier als erstes in Kurve 1 eingeht, kommt ein bisschen weit raus, direkt Kurve 2, in Kurve 3, und direkt zack, zack hintereinander und dann schon die zweite, der ist so ein ist flach und am Ende dieser Gran ist der erste Sektor schon vorbei, also gerade mal 3 Kurven stark, der erste Sektor, hier wird schon ein bisschen Kupplinger, harte Bremszone links, nochmal rechts, und dann ist Kurve 5. Hier dann Doppel rechts, Kurve 6, Richtung Kurve 7 und dort geht man dann in die, ja, eine sehr anspruchsvolle S-Sektion ein, aber müsste natürlich richtig schon abfahren, dabei rausgekommen ist. Da werden die Kräfte aufgebaut, so wie man sagt, wenn man 1 Auto natürlich schwingen muss. Auf jeden Fall sehr schöne Kameraperspektive, man sieht die Onboard-Kamera sehr gut, man kennt auch die Strecke, jeder von uns zwar kennt die Strecke auch in Mexiko, die hat ihre Tücken, ein, zwei Ecken, da kann man ganz schnell anlocken. So, Nussbaum, der ist mit dem Plan auf 12 gelistet, der beginnt jetzt seine heiße Runde. Nussbaum wirklich ein super starker Fahrer, ist erst seitdem er im Spiel wieder am Start. Die Saison wurde von 1.2018 fortgesetzt. Nussbaum ist letzte Woche von 2020 am Start. Schlecht und langsam ist der Typ nicht. Jo, auch ein Neuling, auch ein Rookie kann was zeigen. Wurde schon öfteren bewiesen. Ist gar kein Rookie, er hat einfach den Raikön gemacht. Er hat ein Jahr Pause gemacht und ist dann wieder zurückgekommen. Weil ich glaube, Raikön ist immer noch 2. Der Renault war ich persönlich auch hier im Formel 1 2019
Wie ich aber gelesen habe, nicht, dass meine Informationen richtig sind, alle Autos hier auf dem gleichen Level eingestellt. Das heißt, es gibt nicht viel in der Realität wie im realen Leben die großen Unterschiede von der PS-Zahl. Nee, alle Okay, gleich. das ist schon gut. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Dann sieht man auf jeden Fall richtig spannende Zweikämpfe. Da kommt auch das fahrische Können an. Statt immer nur auf die PS-Zahl. Man muss dort fertig mit fehlerfrei runde. Also die Linie, die Scheitelpunkt, die tritt der wirklich perfekt. Jetzt müssen wir beim Exit von Kurve 14 auf Kilometer. So einen kleinen Schwenker an. Hey, kommt über die Linie für eine 1,14, 4, 4, 3. Platz 3. Platz 3. Und wenn man sich vorstellt, die Runde sah sehr, sehr clean aus. Ziemlich fehlerfrei und ist trotzdem über eine halbe Sekunde langsam als die von Kurve. Flo ist jetzt auch auf der schnellen Runde. Ich weiß nicht, ob ich das erkennen muss hier. Nice. 1:15.083, Platz 7 zurzeit. 7 Minuten und 5 Sekunden haben wir noch zu fahren hier in Q1. Dann geht es danach natürlich direkt weiter mit Q2 und Q3. Komplett wird das Qualifying durchgezogen. Das heißt, jeder hat die Chance, sich da noch nach vorne zu arbeiten. Im Moment haben wir noch keine Zeiten von 11-Meter-Falle. Doch, jetzt gerade auch. Auf P2 vorgeschossen mit einer 1:14.187er Zeit. Ja, auf jeden Fall ist auch ein guter Qualifier. Der hat eigentlich einen Saison-Top für das P3. Langsam guckt sich immer wieder als eine kleine Sprache. So, Bojan, der kommt jetzt über die Ziellinie. Der hat momentan noch keine Zeit gesetzt. Der WM-Führende kommt über Linie und fährt eine 1:14.243 und reiht sich damit auf Platz 3 ein. Also die 1:13 ist jetzt nicht perfekt. Auf jeden Fall sind sie sehr dicht beieinander. Ab Platz 2 bis Platz 9, alles in der gleichen Sekunde. Ich muss nochmal ein bisschen mit der Kameraführung liebäugeln. Grüß dich, Skywalker. Schreibt hier als erster in dem im Twitch-Chat herzlich willkommen hier im Chat. Schön, dass wenigstens meiner wieder hier schreibt. So soll es sein. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar. Desto mehr schreiben, desto mehr kann man euch erzählen. Wenn ihr Fragen habt, fragt los. Wenn ich die Antwort nicht parat habe, der Kollege hat sie auf jeden Fall parat. Wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Der Lars. Der Lars. Der Lars hat bestimmt für euch die passenden Antworten parat. Ich normalerweise auch. Aber wie gesagt, ich muss mich kurz hier selber noch ein bisschen einfinden. Aha. Ja, endlich. So, ein bisschen mehr als 5,5 Minuten sind es hier noch. In Mexiko in Q1 bis jetzt raus wären Müller, KNG und Mr. McCroppy. KNG und Mr. McCroppy noch angesetzte Zeit. KNG geht jetzt also noch schnell rum. Schön zu sehen, wie die Kamera hier mitschwingt. Brauche ich ja fast nichts zu machen. Naja, kannst die ganze Zeit drauf übertragen lassen. Kann man auch noch den Rest. KMG ist jetzt auch auf der schnellen Runde. Ich bin mal gespannt, ob er auch sich irgendwo unter die Top 15 einreiht. Oder ob für ihn schon Q1 das letzte Q war für heute. Triple Q ist immer schwer zu erreichen, aber die, wo weiterkommen bis zum Ende, die müssen auch was hinlegen. Die Reifen sind hier auf jeden Fall sehr wichtig in der Haltbarkeit. Viele Kurven, wo die Reifen schnell abbauen können. Wie der Reifenabbau jetzt hier im Spiel genau ist, kann ich euch schon nicht beurteilen, aber werde ich im Laufe des Rennens dann sehen. So, KNG kommt über die Linie für eine 1,14, 17 und 5.
Das dürfte reichen für den Anzug. Das Q2 bringt jetzt eine Runde auch ab und es wird sein letzter Versuch gewesen sein hier im Q1. Und schauen, was Luca Müller und Mr. McCoppy jetzt machen. Ah, der Mr. McCoppy führt hart ab. Es wird keine Rundenzeit mehr. Was macht der Müller? Der kommt jetzt über die Ziellinie. Müller kommt über die Ziellinie, verbessert sich um 4 Zehntel und es reicht. Platz 14 momentan. Aber ein Koala, der ist fix. Das ist momentan auf 15 und der ist so schnell, der wird da auch in die Top 10 fahren. Das heißt, Müller ist dann vielleicht doch wieder gefährdet, je nachdem, was 40 jetzt macht. Der kommt jetzt über die Ziellinie, auf 17 liegend im McLaren. Verbessert sich nicht, ist 2 Sekunden langsamer. Der beginnt jetzt erst seine schnelle Runde. Mr. McCoppy, der hat auf jeden Fall, ist wieder in der Box. Der wird wahrscheinlich keine Runde mehr hinlegen. Der hat auf jeden Fall eine Kiste. Wenn er da noch eine schnelle Runde hinlegen will, muss er jetzt gucken, dass er schnell in die Outlap noch kommt. Mhm. Wo wir da jetzt hinkommen am schnellsten. Ja. Er steht noch in der Box. Papetusen ist auf jeden Fall auch noch auf schnellen Füßen unterwegs. Seine persönliche Bestzeit noch mal unterbieten wahrscheinlich. Versucht es auf jeden Fall. Wichtig für Papetusen, dass er im Rhythmus bleibt. Ist auch noch auf einer schnellen Runde unterwegs. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Top 3 wären im Moment Perpetuum, Boja und Elfmeterfalle. Elfmeterfalle ist auch in der Box. Da geht noch gut dazu Nussbaum noch. Der fährt auch noch unterwegs auf der Strecke. Ist im Moment hier auf Platz 6 gelistet. Ist das hier eine Teammeisterschaft, oder? Das wird auch gewertet. Ja. Das heißt, der Teamkollege von Nussbaum ist zurzeit direkt vor ihm auf Platz 5. Verbesserung auf 1:14.936. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mega gespannt auf den ersten Start hier live dabei zu sein. Wir fahren in Mexiko. Das ist wirklich besonders in Mexiko, aber wir fahren schon gesagt wegen der langen Gerade und das hier eigentlich für einfach passend. Ganz bequem für Autos und Autos. Ansonsten habe ich die Rennen bis jetzt immer nur als Zuschauer mitbeobachtet, um diesmal live mit der Kamera dabei zu sein. Niki Flips hat die Season verlassen. Die Session aufgegeben, bedeutet, er hat sein Auto wahrscheinlich in der Garage abgestellt. Also kann entweder bedeuten, dass es kaputt gemacht hat auf der Strecke, aber zu Ende von Q1 bedeutet es, dass er... Dreher hier von Diova. Oh, das steht jetzt super blöd, da geht irgendwie 5 Platz Gridstrafe. Kollision mit Cheruska verursacht. Und jetzt fährt noch einer in ihn rein, glaube ich. Mr. McCoppy kaputt. Ist er gerade in sein eigenes Team hier reingefahren? Yep. Tatsächlich, Mr. McCoppy gibt keinen Acht unter gelber Flagge. Und macht sich selber kaputt und wird damit vom letzten Platz starten. So. Oh, Müller, der ist gerade in die Linie gekommen, der wollte gerade seine Runde beginnen und ist eine Sekunde zu spät. Verrechnet bei Haas. Und von Fitzes wird auch nichts mehr kommen, der wird sich auch nicht mehr verbessern. Damit sind Fitzes, Müller und Mr. McCoppy raus und Müller mit einem Riesenpech. Schwitzschlemmen ist noch auf besser, also noch auf einer schnellen Runde. Und ja, das war's, ist der letzte. Live mit der Kamera dabei. Und lass uns mal überraschen, ob gleich mal. Ist auf jeden Fall schon mal in Q2 weiter, aber eventuell kann er sich ja noch mal verbessern. Der hat auch keine Batterie mehr, die sieht man nichts unten. Ja.
Prozentanzeige in der Telemetrie aktiviert. Okay. Wenn man auf Viereck drückt, eine Telemetrie aktivieren oder deaktivieren, dann sieht man die Gänge, KMH-Zahl und halt auch den Wellenbalken. Sehr aktiviert. Gut, dann lassen wir die auch mal noch eingeschaltet. Ja, komm, das mache ich ganz interessant. So, und somit hätten wir dann Q1 beendet für den heutigen Abend. Ja, Pöbeton der Einzige in der 1.13 Zeit. Ansonsten Julian Elfmeterfalle auch in Reichweite. Bessler, was überraschend gut. Und TZ und Nussbaum, die beiden Renault-Fahrer, auch gut. Dabei TZ ist derjenige, der die Plaus ersetzt. Ich habe TZ schon lange nicht mehr in der Liga fahren sehen. Also überrascht mich selber, dass er heute da ist. Leclerc auf 7, das macht auch Sinn. KNG, Koala, Twitch, Lemon. Das macht die Top 10 aus. Senta Giova, ich denke, der hätte jetzt sogar zwei Strafen bekommen, plus 10 Positionen. Ja, er schreibt auch hier gerade hier im Twitch-Chat, ich weiß nicht, wie er das handhabt während dem Rennen live, er schreibt hier, das müsste eigentlich neu gestartet werden. Ich weiß es auch nicht. Und deine Stimme wäre sehr leise, Lars. Deine Stimme wird sehr leise übertragen. Meine kann ein bisschen lauter werden, wenn ich richtig rede. Im Moment, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen scheu. Wie gesagt, ich muss mich selber reinfuchsen hier. Aber normalerweise kann ich auch lauter reden, dass man mich auf jeden Fall wieder normal hört. Einstellungen sind auf jeden Fall bei mir eingestellt. Wie der Kollege Lars das angehandelt hat, muss ich wahrscheinlich selber noch ein bisschen lauter stellen, da er über die Party mit übermittelt wird. Aber ansonsten können wir auch gerne etwas lauter miteinander reden, dann wird das auf jeden Fall auch funktionieren. So, und dann gehen wir jetzt schon langsam auf Q2 zu. Ich sehe schon, das startet hier alles von selbst. Schauen wir mal, wer der Erste ist, der sich da traut. Ja, dem Lars seine wäre sehr leise. Alles klar, danke dir für das Feedback. Wer schreibt denn überhaupt, der ist der? Ja, ich. Fai Fiedel. Also Lars, bitte deine Stimme etwas anheben oder Lautstärkenpegel. Ja. Lautstärkenpegel. Ich habe den Pegel an der Playstation eine Stufe höher gemacht. Höher darf ich das, wenn ansonsten übersteuert. Ja, das höre ich auf jeden Fall schon in meinem linken Ohr. Das ist übersteuert. Steilweise, aber mich stört das persönlich jetzt nicht. Müssen wir jetzt mal schauen, ob irgendein Kollege hier schreibt. Okay, der Kollege Verfiedl ist der Cherokee. Cherus. Alles klar, okay, jetzt weiß ich auch mal, wer dahinter den ganzen Namen steckt. So lernt man sich kennen. PSN-ID und Twitch-ID sind nicht identisch. Wird man sich auch noch dran gewöhnen müssen. Ist immer ein bisschen schwer. Wenn die nicht identisch sind. So, Bojan ist schon auf der Strecke. Auf dem harten. Ja, will ich auf jeden Fall mit den harten starten, um länger draußen bleiben zu können. Weil ich glaube, ist ja die gleiche Regel wie im realen Formel 1. Die Reifen, wo jetzt gefahren werden müssen, sind die Startreifen. Ja, richtig. Das ist korrekt. Aber mit dem harten Reifen würde selbst ein Bojan nicht ins Q3 kommen. Also, wenn er manchmal oder öfter nimmt er schon den Medium, der etwas härteren Reifen, schafft es damit immer ganz knapp noch ins Q3. Hat dann den Vorteil im Rennen. Aber mit dem harten schafft er es niemals. Der schießt sich jetzt ein und geht dann in seinem zweiten Run entweder auf den Soft oder auf den Medium. Ansonsten kann man sich die Reifen auch anzeigen lassen. Ich weiß nicht, ob du das schon hast. Nein, noch nicht. Wenn du auf Viereck drückst, ein Zuschauermenü öffnest, dann kannst du bei Detail Beste. Momentan ausgerüstet, alles klar. Wenn du momentan ausgerüstet, beziehungsweise Beste ist dann besser, weil dann siehst du, mit welchen Reifen die jeweils schnellste Runde fahren würde. Okay, super. Ich weiß es nicht, wie das gehandhabt wird, so wie es aussieht. Ich glaube, ich wird mein Stream nochmal irgendwo anders da zeitgleich gestartet, wie das jetzt läuft. Da kenne ich mich der Technik nicht so aus. Irgendwie mit einem Restream wird das dann weitergeleitet auf YouTube. Ich kriege jetzt einfach mal auf den, was er mir da anzeigt. Nur für mich selber, für die Informationen, wo das zeitgleich noch läuft.
Nee, also auf unserem Channel sehe ich zumindest nichts. Der wird Liga 2 und Liga 3 übertragen, aber nicht Liga 1. So, Bojan setzt auf jeden Fall die erste Zeit mit einer 1:15.737 auf dem harten Reifen. Das ist gar nicht mal so schlecht. KNG auf dem weicheren Reifen über eine halbe Sekunde langsamer. Also KNG dann nicht wirklich mit einem erfolgreichen. Erfolgreichen. Versuch. Ach, da läuft zeitgleich noch ein Rennen vom 1-Rennen jetzt. Ja. Wir haben mehrere Serien innerhalb der Liga, die gleichzeitig laufen. So, Bessler war es auf jeden Fall auf seiner schnellsten Runde jetzt. Und braust die lange Startziel runter, habe ich mit Kurve 1. So, nochmal zurück hier zum Bild. Wie gesagt, wir fahren hier gerade mit Baslovas. Er ist mit dem Ferrari unterwegs. Mit der roten Göttin fährt jetzt hier ins Stadion rein. Eine sehr schöne Section hier auf der Strecke mit dem Poller noch erfolgreich mit. Aber es war eine sehr kleine Runde, ein bisschen vorsichtig gefahren, kommt über die Ziellinie für eine 14.777. Nicht schlecht. Elfmeterfalle ist jetzt auch auf der Runde. Sektor 1 unterwegs. Oh, hüpft da noch ganz schön heftig über die Curbs drüber. Erster Sektor mit 27,935. Hier sieht man auch, wie schnell die Geschwindigkeit, wie schnell es hochgeht, auf Beschleunigung von über 260, wieder wie fest abgebremst werden muss bei verschiedenen Kurven. Oh, das ist aber super stark, wie Elfmeterfalle hier durch die SS fährt. Genau an der Grenze vom Erlaubten. Was die Streckenbegrenzung angeht, hier beim Stadioneingang ein bisschen vorsichtiger. Jetzt rundes Ding, ausbeschleunigen. Bremsen, dass das Auto stabil ist. Bei der niedrigen Kurvengeschwindigkeit kommt über Linie für eine 1:14.603. Und ist damit der schnellste Medienfahrer. Und Nocker hat sich voll auf P1 gesetzt mit 1:14.568. Das stimmt. Ja. Muss man berücksichtigen, dass der aber auch den weichesten Reifen drauf hatte. Perpetuum ist jetzt auch unterwegs. Sektor 3 sieht sehr gut aus, oder? Ja, mit eng, ne? Das scheint ja nicht die schnelle Runde zu sein. Ist hier ein 1:21er Zeit gerade gefahren. Die Zeit wurde auch jetzt nicht mitgewertet. Der Claire fährt in die Box. Ist der jetzt? Ja, sieht gut aus hier. Sektor 1. Mit. Ziemlich langsam unterwegs im Gegensatz zu der Konkurrenz.
So, im Moment haben wir 9 Fahrer mit einer Zeit. Ab Platz 10 ist noch keine Zeit gefahren worden. Nach Q2 werden dann wieder weiterum 5 Fahrer ausscheiden und in Q1 werden noch die Top 10 unterwegs sein. Sektor 2 in 56er Zeit. Das Stadion durch. Muss jetzt eigentlich von der Zeit passen. Wird sich auf jeden Fall um, wie es aussieht, Platz 10 sichern für den Anfang. Oh, 1:15.428. Auf Platz 8 vorgeschoben. Kameraführung muss man hier noch ein bisschen üben. Noch 5 Minuten und 40 Sekunden sind noch zu fahren hier in Q2. Und danach wissen wir, wer es in Q3 geschafft hat am heutigen Abend. Ja, Nussbaum macht sich jetzt auch bereit für seine Outlap. Oder für sein Hotlap. Ist gerade ein Outlap. Dann kommt Leclerc, dann hinter Giova. Ojan ist noch ziemlich weit weg. Ein Perpetuum. Den hat man gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. 1:14.257. Auf dem Medium. Ah, der ist schon 2 Runden drauf. Ist aber fast mit leerem Tank unterwegs gewesen hier. Ja. Super leicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was ein Nussbaum macht. Der darf sich jetzt keinen Fehler leisten. Ansonsten ist er raus. Sehr, sehr, sehr schön. Richtung Eingangsstadion. Das ist Kurve 12. Ah, das Heck will dann nicht ganz das, was Nussbaum will. Kurve 13, langsamste Kurve auf dem Kurs. Ein Schaltpunkt hier, das ist rum den Renault. Dann leicht unruhige Heck. Und fährt eine 1:14.037. Und das auf dem Softreifen. 2 Zehntel schneller als Perpetuum. Und es spricht für Perpetuums Runde. Mit dem Mediums auf P2 gelandet, Soft auf P1. Hier haben wir auf jeden Fall ein buntes Feld der Reifenwahl. Ojan ist auf Platz 9 mit dabei zurückgereicht worden. Schauen wir mal, ob er auch noch mal eine schnelle Runde hinlegt. Ja, der kommt jetzt auch. Da. Fährt eine 1:14.243. Ja, Perpetuum und Bojan wieder eine von einer Zehntel. Das war schon letzte Woche so. Ich glaube, die Pole waren dann 55.000stel. Circa. Koala fährt jetzt auch aus, ist das richtig? Steht ja. Nur in der Box. Ist nur in der Box. Dann fahren wir mit Leclerc noch in der Zeit. Wir haben noch 2 Minuten 5 Sekunden zu fahren hier in Q2. Dann freuen wir uns auf die Top 10 in Q1. Wird auf jeden Fall sehr spannend werden hier, wer sich hier die Pole Position beim Rennen in Mexiko beansprucht hier. Wer den Anspruch drauf erhält. Zeitenmäßig sind sie die ersten 8 alle in einer Sekunde. Dichter kann das Fahrerfeld nicht sein. Fährt aber auch mit hier der letzten Reserve. Ah, da geht das Heck rum. Ei, und jetzt noch über den Körper. Das kostet ihn mindestens 2/13. Und das ist viel hier. Das ist viel in Mexiko, wenn du 2/13 verlierst. Komm, die Linie fährt mit 1:15.6. Gut. Ziehst du die 13. ab, wäre auch nur auf Platz 11 gewesen. Okay, in
OMG ist jetzt auch noch auf einer schnellen Runde. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Jeder versucht hier sich noch unter die Top 10 zu verbessern. Und wie gesagt, für alle Zuschauer, die jetzt noch dazu eingeschaltet haben, herzlich willkommen hier beim ersten offiziellen Rennen von der Formel 1 2019 bei mir auf Twitch. Solltet ihr das noch nicht kennen, das ist Formel 1 2019, die Racing League. Racing League Esports. Ja, Racing League Esports müsste ich eigentlich im Kopf schon mittlerweile haben. Rennen in Mexiko ist der 18. Lauf von 21. Hier wird gefightet um jeden Punkt. Wir sind gerade in Q2, danach kommt noch Q3 und dann geht es dann gleich auch los mit dem Rennen. 35 Runden hier in Mexiko. Spannung garantiert, alleine schon beim Start auf der langen Gerade bei der ersten Kurve wird spannend werden, ob alle da durchkommen. Okay. Hustbaum stellt den Motor aus. Liken, teilen ist erlaubt. Wie gesagt, könnt ihr ruhig teilen und liken bei euren Nachbarn, bei euren Opas, Onkels und Verwandten, die ihr alle kennt. Umso mehr zuschauen, umso interessanter wird's. Wir freuen uns auf jeden einzelnen Zuschauer, jeden einzelnen Kommentar hier im Stream. Wenn ihr Fragen habt, schießt los, lasst es raus. Wir versuchen euch jede Frage live zu beantworten hier während dem laufenden Rennen. Während des laufenden Rennens. Was auch dramatisch passt. Oh Gott, und ich glaube, Koala hat gerade eine ungültige Rundenzeit bekommen. Ja, keine Zeit setzen hier in Q2, wir müssen 15 starten. Und Cheruska hat seine Runde gerade erst begonnen. Level ist im Mittelsektor. TZ ist abgewunken, der schafft's nicht. Ganz knappe Kiste. Oh, wie viel Fips nochmal? Oh, wenn das nicht ungültig ist. 0,60 dahinter. Ja, geht's wirklich nicht. Von 10 auf 11. Man sieht auf jeden Fall, die Startreifen für die folgenden Fahrer sind dann für Cherokee Soft, Leclerc mit Mediums, Koala mit Soft und TZ mit Mediums. Twitch hat sich gerade noch auf 5 geschoben. Ist noch nicht vorbei, das Qualifying. Cherokee hat auch noch Zeit. Ist auch noch eine schnelle Runde. Und kommt durchs Ziel mit 1,16, 1,18. Das war's. Dann haben wir jetzt, wen haben wir auf der Strecke? Keinen mehr. Keinen mehr. So, jetzt können Sie die Reifen durchgehen. So, das heißt, P15 startet mit Mediums, das Cherokee. Leclerc auch mit Mediums auf 14. Koala auf 13 mit dem Soft. Nur die Top 10. Top 10 müssen die Reifen von P2 anrennen. Ach so, ja. Jetzt bin ich ganz überrascht wieder. Alles klar. Okay, Nussbaum startet dann im Rennen mit den Soft, Boja mit den Mediums, Perpetuum mit den Mediums, Nocker mit den Soft, Twitch Lemon startet auch mit Soft, Elfmeter Falle mit Mediums, KNG mit Soft, Baslover mit, ja, werdet dann sehen, da sehen wir es nochmal, Baslover mit Mediums, Flowek mit Soft und Jova mit Mediums. Leider wird Jova ja noch 10 Plätze nach hinten versetzt, das heißt im Moment wäre sein Startplatz 20, aber wir haben ja noch Q3. Vielleicht schafft das ja auf die Pole Position anstatt der von Platz 10. Lassen wir uns überraschen, was uns Q3 bringt. Okay, hier kann man sogar die Rennleitung einschauen, was die Rennleitung geschrieben hat. Okay, nicht so interessant. Haben wir ja alles live gesehen im Quali in Q2. Brauchen wir auch mal zu zeigen. Und das geht dann hier in 7 Sekunden weiter mit Q3. Ja, und dann denke ich mal, dass Bojan und Perpetuum wie immer die Favoriten für die Pole sind. Toro Rosso und Williams. Ja, wie in der echten Formel 1, ne? Genau. Von hinten nach vorn gesehen auf jeden Fall. So, sind wir mal gespannt, wer hier als erster auf die Strecke fährt, die erste Bestmarke setzen wird. Die Top 10. Elfmeterfalle, Giova, Baslova, Nocker, Nussbaum, KNG, Bojan, Flo, Twitch Lemon und Perpetuum. Keiner fährt raus.
Da fährt der Erste raus jetzt. Das war der. Und jetzt kommt jetzt ein Schlag auf Schlag. Wer zeigt uns die erste gezeitete Runde hier? Ich glaube, es sind auch nur zwei Teams doppelt vertreten. Das sind Toro Rosso mit Perpetuum und KNG sowie Williams mit Bojan und Elfmeterfalle. Ach, das gibt's auch. Okay. Perpetuum ist auf jeden Fall auf der Outlap und Nocker auf der Outlap. Ja, Perpetuum nimmt da schon gediegen direkt mit. Sehr schön gemacht. Hier sieht man, wie die Autos aus der Box rauskommen. Schön gemütlich, alles mit der 80er Geschwindigkeit. Und sobald die Linie vorbei ist, gibt es hier Vollgas. 312 bis zur Kehre. Zur ersten Kurve. Ich würde jetzt mal beim Perpetuum Onboard mitgehen. Dann werden wir jetzt eine sehr, sehr schöne Runde sehen. Startziel, Kurve 1, sehr, sehr breit. Man muss sie hier sehr, sehr eng nehmen, damit man hier schön außen ist. Für die nächste Kurve muss er ein bisschen korrigieren in Kurve 3. Da hat er ein bisschen zu früh eingelenkt. Die ist noch blütig. Aber das kostet trotzdem eine halbe Zehntel, wenn er da nochmal korrigieren muss. Jetzt Richtung Kurve 4, harte Bremszone, lenkt früh ein, nimmt den Curb arg mit. Und im ersten Shortstop, in den zweiten, die maximale Traktion bleibt schön weit außen. Leichtes Untersteuern in der Mitte, hier bei Kurve 6. Richtung Kurve 7. Jetzt wird's wichtig. Schön eingeschlagen, aber hier kann er erst spät aufs Gas, weil er noch ein bisschen Untersteuern hat beim Kurvenausgang. Jetzt berührt er sein Auto hier durch die S's. Auch hier Untersteuern, die ist ungültig, die Runde. Die ist ungültig und die muss er abbrechen. Macht er auch. Also extremes Untersteuern bei Perpetuum. Ja, wischt auch komplett ab. So, sind wir hier mal gespannt auf die ersten Zeiten. 1.14.378 von KNG. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Ja, die 11 Meter Falle mit der 1.23.910. Das wird wahrscheinlich noch am zweiten Versuch ausgehen. Haben 7 Minuten und 45 Sekunden noch zu fahren hier in Q3. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden, wer sich hier die Pole am Ende schnappen tut. Ist aber wirklich auch irritierend mit dauernd dem gelben Flaggensymbol oben links in der Ecke. Wir werden auch geschwenkt, wenn ein Auto einfach nur langsam auf der Strecke, um ein anderes vorbeizulassen. Muss aus der Box. Luca fährt gerade seine Hotlap. Ja,
jeden Fall. Im Moment haben wir nur zwei Fahrer, die schon eine Zeit gesetzt haben. Ich denke, da wird noch was kommen. Ja, Williams rutscht die Extreme. Es ist. Also, die am besten hat bis jetzt nicht bei einem Sender bekommen. Zumindest von dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe. So, Bojan kommt über die Linie und fährt eine 1:13.715 und das ist die schnellste Runde, die wir an dem heutigen Abend bis jetzt gesehen haben. Starke Zeit vom Williams-Piloten und er hat dann noch 2-3 Zehntel zu finden im Mittelsektor. Also da ist noch Luft nach oben. So, Nuka kommt über die Ziellinie, der fährt eine 1:15.153, das sind Welten. Durch den Bojan. Und Nussbaum ist jetzt auf seiner schnellen Runde. Ah, leichtes Rutschen. Also 11-Meter-Falle mit einer Zeit von 1:13.931. Wahnsinn, nicht schlecht. Ja, Perpetuum mit einer Zeit von 1:13.732. Ach du Schande, das sind ja gerade mal 17.000stel Unterschied. Wahnsinn, ich bin mal gespannt, was Nussbaum macht, weil ich finde es interessant, Nussbaum hat kein Untersteuern, dafür ein loses Heck. Und bei Bojan Perpetuum ist es genau umgekehrt, da will der Frontflügel nicht so ganz arbeiten, aber dafür der Heckflügel nicht besser. Bin ich mal gespannt. Nussbaum kratzt die letzte Kurve nicht ganz so. Rutscht jetzt auch wieder raus. Schlechtes Heck wie immer. Kommt im Linie. 1:14.306. Ah, über eine halbe Sekunde langsamer. Und da ist das stabile Heck wohl doch wichtiger als die Nasenspitze, die schnell einbiegt. Wir tun jetzt noch eins drauf. Nein. So, die letzten 3 Minuten 50 Sekunden laufen hier von Q3 und dann wird es auch gleich zur heißen Phase kommen. Das Rennen in Mexiko. 35 Runden lang. Rennspaß pur. Für die Zuschauer auf jeden Fall auch mit. Die Fahrer, die freuen sich wahrscheinlich auch drauf, wenn es endlich losgeht, hier die Startphase auf zur Richtung Langgerade und die erste Kurve nach rechts. Genau, rechts rum. Jetzt dann anfahren. Wird auf jeden Fall spannend werden. Bin mal gespannt, ob da der ein oder andere Kontakt zustande kommt oder ob alle sauber durchkommen. Im Moment sind alle in der Box außer Nussbaum. Nein, auch Nussbaum geht in die Box. Fährt in die Box, geht nicht, er fährt. So, das heißt, wir warten. Oh ja, ist der erste wieder raus, fährt zum zweiten Versuch. Hat sich im Moment hier P1 reserviert. War nur einen ganz knappen Vorsprung von 0,017. Minimal vor Perpetuum. Auf Platz 3 Elfmeterfalle, auf Platz 4 Nussbaum, KNG auf 5, Flo auf der 6, Nogga auf der 7, Giova noch mit keiner Zeit, Baslova auch noch keine Zeit und Twitch Lemon auch noch keine Zeit. Zwei Minuten sind hier noch und da fährt ein Bananacar raus, das ist der Nussbaum. So, und jetzt haben wir hier doch tatsächlich drei Kandidaten für die Pole. Also wenn Elfmeterfalle wirklich ein Wunder von Mexiko gelingt, dann schafft es der auf die Pole Position. Aber ich denke, es wird wieder zwischen Perpetuum und Bojan ausgemacht. Die zwei schenken sich auch nichts, selbst im Qualifying. Yeah.
Rennen schon sehr, sehr früh auf seinem letzten Rennen. Das sieht aber gut aus und das ist ungültig. Hey. So schnell kann es gehen. Hat im Moment noch die. Hat noch im Moment die Pole Position. Schauen wir mal, was die Kollegen nach zaubern können. Ob da noch der ein oder andere noch ein paar Zehntel oder Hundertstel aufholen kann. Was machen wir jetzt auch auf einer schnellen. Ist noch auf der Outlap. Wir haben einen Nussbaum. Ist auf einer schnellen Runde. Hey. Das Rumseppen, da muss ich mich noch ein bisschen mit anfreunden. Jova hat die Season aufgegeben. Zurzeit auf P4 gewertet. Hat noch seine Strafe von 10 Plätzen, die auf ihn zukommt. Startplätze nach hinten. Aus Q1. Ja, das stimmt. Im Moment bist du noch auf P4 gelistet, aber leider kommt ja noch die kleine Strafe von den 10 Plätzen. Das ist schon fast eine große Strafe. Ob das dem Spiel zu verschulden ist, kann ich jetzt nicht beantworten. Müsste man sich dann selber mal gucken, ob man das in der Wiederholung hier also später nochmal anschauen kann. So, jetzt gehen wir hier in die heiße Phase. Letzte Zeit läuft. Wer ist jetzt noch also auf einer schnellen Runde? Im Moment auf Platz 1 Boya, auf der 2 Perpetuum, auf der 3 Elfmeterfalle. Alle drei sind noch auf der Strecke. Jeder versucht hier noch eine schnelle Runde hinzulegen. Moment, hier kommt das erste. Der Nussbaum. 13,792. Der schafft es auch auf die 13,7. Aber nicht schnell genug. Besser als 3 wird es bei ihm nicht mehr. Respekt auf jeden Fall. So nah nochmal ranzukommen am Ende. Nussbaum dann im Moment auf P3 gelistet. Schau mal. Verbessert sich nochmal auf eine 13,534. Genial hier. Perpetuum hat abgebrochen. Perpetuum hat abgebrochen. Es wird eine Pole. Und Elfmeterfalle, der verliert seinen Heck. Was fährt Elfmeterfalle für eine Zeit? Der pusht. Elfmeterfalle kommt über die Linie. Boah. Und fährt eine 13,9. Verbessert sich nicht. Und hat er das Heck einmal ganz blöd verloren. Bessler was. Rutscht in die Box zurück. Twitch Lemon. Was macht er? Tank leer, fährt in die Box und das war's. Bojan mit einer Zuckerrunde am Ende. 1,13,534. 2 Zehntel schneller als Perpetuum. Und somit haben wir unser Starterfeld am heutigen Abend hier. Ah. Also, so. Viele Fahrer hier echt mit Problemen. Es ist wirklich schwer, hier innerhalb der Streckenbegrenzung zu bleiben und dennoch wieder eine Zehntel und wieder eine Zehntel rauszuquetschen. Nussbaum auf P3. Gehen wir jetzt nochmal hier kurz im Bild. Und somit haben wir das Starterfeld. Von P1 startet Bojan, auch von der 2 Perpetuum, von Platz 3 Nussbaum, Platz 4 Elfmeterfalle, Platz 5 rutscht dann KNG nach vorne, auf die 6 Flo, auf die 7 Nogga, auf die 8 Baslova und auf die 9 Twitch Lemon. Den Rest wird auf jeden Fall nachgereicht. Sehe ich jetzt nicht, habe ich mir auch nicht alle Konten behalten. Dafür sind die Fahrer für mich alle ziemlich neu. Und so viele Namen kann ich mir in der ersten halben Stunde nicht behalten. Und es geht auch gleich los. Countdown läuft schon oben rechts in der Ecke. Auf geht's hier zum großen Preis von Mexiko. Das Rennen. 35 Runden lang Rennaction in Mexiko. So, Bild im Moment schwarz. Nicht wundern, es ist nur der Ladebildschirm. Nicht, dass der eine oder andere denkt, der Bildschirm wäre weg. Oh, und jetzt regnet es auch noch. Mein Gott. Ach, du Heilige. Mexiko und unter Wasser. Oi, oi, ja, oi. Aber das kann doch jetzt nicht sein. Das wundert mich jetzt, weil wenn die Fahrer das vorher gewusst hätten, dann wären die auch alle auf Soft gefahren im Q2. Weil dann wäre ja der Startreifen, den sie haben, egal gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass es im Regen stattfindet. Und jetzt haben sie hier auch schon einer gedrückt. Ich glaube, das war ein bisschen früh, oder? Die Fahrer hatten gerade kaum Zeit, ihr Setup einzustellen. Normalerweise
Hier, der In Kollege einer schreibt hier Zeit. gerade im Chat, Giova, es sollte aber wieder trocken werden. Das lassen wir uns überraschen. Das haben wir Ja, hier. okay, es sollte wieder trocken werden, das kann gut sein. Ja, und die Leute verlassen die Session hier, weil KNG zu früh gedrückt hat und das Rennen zu früh gestartet hat. Okay, das heißt, wir müssen kurz uns Wird gedulden. was. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Rennneustart geben. Auf jeden Fall sieht man spektakulär, wie der Regen runterkommt. Da ist es gar nicht so einfach zu fahren. Nee, vor allem, das macht Kurve 1 halt auch nicht einfacher. Nein. So, also sind aber jetzt alle unterwegs, sind auf meinem Display. Das Rennen jetzt gestartet oder nicht? Jetzt bin ich leicht verwirrt. So, meine Damen und Herren, alle starten auf Intermediate. Die Autos reihen sich ein. Es ist das 18. Rennen der Racing League Esports Liga 1. Boja muss heute 3 Punkte holen und dann ist er Weltmeister. Und wenn er das Rennen beendet, wo er es gleich anfangen wird, holt er 25 Punkte und das wäre mehr als genügend. Aber hinter ihm starten Burptum, starten Nussbaum, die werden sehr, sehr hungrig sein. Auch hier im regnerischen Mexiko zu gewinnen. Auch der letzte Alpha hat sich eingereiht, Mr. McBobby. Und Und Ampel wir haben geht an. jetzt 4, 5 rote Ampel und Oh, die oh, erlöschen der der erste. große Preis. Einer Das blieb war stehen. gegen KNG, ja, der ist noch gar nicht beigetreten, er hat noch gar nicht die Kontrolle über sein Auto. Bojan kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut weg und Nussbaum schon vorbei an Purpetum. Was machen jetzt hier die Windschattenspiele? Die sind natürlich ein bisschen schwächer im Regen. Und Nussbaum bremst früh, aber vorsichtig, der fährt auch ohne ABS hier. Ein bisschen schwieriger für den Jungen, aber Kurve 1 sieht sehr clean aus. Ich sehe da keine Flügelteile fliegen. Nehmen sich alle brav. Kommen im Superstart. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus, wie die Autos hier um die Kurve gehen. Obwohl so viel Wasser hochspritzt, fahren sie alle schön sauber ja, hier fast nebeneinander. Super schwer, das auf dem zu sehen. Alles. Ja, vielleicht mal hier mit einem mitfahren, dann sieht man, wie viel Sprühregen da kommt. KNG hat aufgegeben. Flagge in Sektor 2. Gelbe Flagge in 1, 2 und 3. Oh ja, Mika und Leclerc kennen sich da. Da gibt es ein paar Berührungen im Mittelfeld. Sieht alles sehr, sehr wild aus. Das glaube ich mir nicht unheimlich. Unstabilen Heck und Mickey Phipps gegen Luca. Das wird interessant. Witzes gegen Leclerc. Also die Truppe, das ist echt. Ja, das ist Massenmord. Ja, und jetzt Witzes auf der Innenseite gegen seinen Teamkollegen. Geht als erster rein. Da hinten die Berührung zwischen Luca und Giova. Und Giova versucht jetzt die Position wieder zu holen. Schubst dann Mickey Phipps ein bisschen von der Strecke. Dadurch kommt Leclerc wieder vorbei an den Beinen. Also das ist echt super chaotisch hier im Mittelfeld. Es kommt davon ganz einfach ein Bessler was. Das ist jetzt auf der Innenseite von Niki Phipps Richtung Kurve 4. Niki Phipps spät auf der Bremse, hat einen Lock-up.
und Wessler das vorbei, während Giova und Leclerc davon jetzt auch Side by Side durch die Kurven fahren. Es ist super schwer hier im Ring natürlich sein Auto zu kontrollieren und Platz zu lassen, um quer zu fahren. Giova eigentlich an der sehr aggressiven Zweikampf unterwegs. Witz ist jetzt wieder vorbei von Anuka, der führt jetzt die Gruppe an. Zieht eigentlich schon davon. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Bojan extrem Probleme hat im Ring. Viele Zweikämpfe hauptsächlich im Mittelfeld im Moment. Alles ab Platz 4. Schwer hier gerade den Überblick zu behalten, wer gerade wo fährt. Muss mal ein paar Runden warten, bis sich das ein bisschen eingependelt hat. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall einen fantastischen Start gesehen. Luca ist im Windschatten, der Giova im Windschatten von Luca. Kommt eventuell die Attacke von Giova auf der Innenseite. Kurve 1, bremst sich da rein. Das Publikum tobt. Giova vorbei und holt sich damit den 8. Platz. Und Witz ist, der hat einen super Start. Der ist von 16 Starten und ist jetzt schon auf Platz 6. 10 Plätze gut gemacht in 3 Sekunden Zeitstrafe für Copy. Mr. McCopy, ja. Auf der 6, Flo auf der 5, 11 Meter auf Platz 4, Perpetuum auf der 3, Nussbaum auf der 2, jagt hier Bojan. Knappe Sekunde dahinter, Bojan auf der 1, umgedreht. Bojan vor Nussbaum, eine Sekunde Abstand. Perpetuum hat beim Start einen Platz verloren von 2 auf 3, hat einen Rückstand von 1,7 Sekunden auf Nussbaum. Dann 1,1 Sekunden dahinter, dann 11 Meter Faller auf der 4, Flo nochmal 1,3 Sekunden dahinter. Fizi 3,8 Sekunden hinter Flo. Direkt dahinter dann Leclerc. Versucht hier noch an Fizi vorbeizukommen, aber reicht nicht im Infield. Und TZ gegen Luca durch die letzte Kurve Side by Side. TZ hat auch ein bisschen vergessen. Das ist auch ein ist jetzt auf 10, auf 9, hat aber ein Wessler was im Windschatten hinter sich. Aber Wessler was hat auch gegen Luca zu kämpfen. Wir fahren jetzt Rad und Rad durch die Kurve 1. Wir haben beide noch den TZ vor sich, sie dürfen sich auch nicht zu sehr verbremsen. Und jetzt, Wessler was, ein bisschen später auf der Bremse, knallt da fast den TZ drauf. Innenseite jetzt wieder für Luca, der muss aber ziemlich stark in Körper gehen. Das hilft natürlich, den Wessler was da vorbeizuziehen. Kleine Berührung zwischen Quala und Luca. Mal gespannt, wie lange der Regen halt anhält heute. Ja, spannend drauf. Die künstliche Zeitstrafe, zu viel gecuttet. Hat der einen Flügelschein? Ja, hat der einen Flügelschein? Der fährt einfach nur komisch. Und schau dir mal den Druck an, den Nussbaum die ganze Zeit auf Bojan ausübt. Bleibt die ganze Zeit im halben Sekundenfenster. Ich sehe gerade die Kuppelperspektive von Nussbaum auf Bojan. Man sieht, dass er auf der langen Gerade wirklich nah rankommt. Beim Anbremsen. Sehr dicht dran. Aber die Dirty Air ist ja natürlich extrem. Es ist super schwer, hinter einem anderen Fahrzeug rauszuschlagen. Man sieht auch, Bojan hat auf jeden Fall einen deutlichen Vorteil. Williams vor Renault. Das gibt's nur in der Racing. Der Copy hat nochmal 3 Sekunden Zeitstrafe erhalten. Das sollte er sein lassen. Perpetuum 2,3 Sekunden dahinter, hat nach hinten Luft, nach vorne großen Abstand, aber kann hier frei fahren. Könnte mit der Strategie dann noch was umreißen, direkt hinter Perpetuum dann 11 Meter. Auch mit einer 1,4 Sekunden hinter ihm noch. Ne, 4,3 Sekunden dann Flo.
größere Lücke. Leclerc fightet hier mit Flo. Ich muss mich hier mit den ganzen nur ein bisschen anfreunden, welches Auto gerade hier rumfährt. Leclerc ist jetzt im Windschatten von Floke und in dieser langgezogenen letzten Rechts, da sehe ich, haben alle mehr Probleme mit der Dirty Air. Die beschleunigen da alles super schlecht raus. Der Nussbaumator hat fast sein Auto verloren. Und das gerade noch zu fahren. Das ist natürlich ärgerlich, weil wenn du aus der letzten Kurve schlecht beschleunigst, dann hast du auch keine Möglichkeit, den Vordermann zu überholen. Und dann ab Leclerc geht's dann weiter mit Fizzi, Giova, TZ und Vaslauer. Sie haben insgesamt 9 Plätze gut gemacht. Tio war 7. Cherokee auf 15, Müller auf 16, haben wir vorhin gar nicht gesehen gehabt, gar nicht mitbekommen, dass der auch noch im Feld ist, sorry, dann auch jetzt noch mal kurz im Screen zu sehen, natürlich auch live. Ja, der kriegt ein bisschen Screen Time. Ja. Ja, TZ jagt den Giro, wa? Zwischen Fizis, Giova und TZ. Orange, weiß, gelb, rot und pink an hintereinander. Buntes Feld und das hier im Regen in Mexiko. Verteidigt seine Führung vorne immer noch vor Nussbaum. Da schwankt der Abstand zwischen 0,3 und 0,7. Nussbaum wird auch wahrscheinlich da auf den günstigen Moment warten und nicht direkt mit der Brechstange versuchen durchzukommen. Perpetuum 3 Sekunden Zeitstrafen. Woher mit der schnellsten Rennrunde mit 1,28. Schnellste Rennrunde von Boyer mit 1,28,422. Und der Nuka hat sich weggedreht in der letzten Kurve. Gelbe Flagge und flügelt ab. Auf Platz 17 liegend. Und fährt weiter. Fährt nicht in die Box. Interessant. Wartet wahrscheinlich, dass der Regen nachlässt, dass er nur einen Boxstopp hat. Ja, es regnet auch gar nicht mehr. Sehe ich gerade mal. Die Strecke ist zwar noch nass, aber es regnet nicht mehr aktiv. Das heißt, ich denke mal, dass so in 3-4 Runden alle in die Box gehen werden für Slicks. Dann bin ich mal gespannt, ob Renault oder Williams schneller die Reifen wechseln, welche Kurve die bessere Arbeit leistet. TZ auch den Giova. Also, Renault auf dem Punkt. Ja, Nussbaum. Spricht dafür, dass die Strecke trocken wird. Ist auch schon weniger Sprühregen zu sehen. Bin mal gespannt, wer zuerst andere Reifen holen wird. Ich
denke, das wird noch so ein, zwei Runden dauern. Boxstopp von McFlip, Mickey Fip. Ist der erste, der hier auf Hart wechselt. Und TZ versucht es gegen Giova so halb. Ja, ist. Setzt sein Auto mal daneben und das letzte Switchback und ist seine Flügel geflogen bei Renault. Nein, der ist noch ganz geblieben. Also. Frontflügel bei Renault aus Edelstahl. Und das DRS ist aktiviert. Und das bedeutet, jetzt müssen alle rein. Jetzt ist es Zeit für die Slicks. Und TZ verliert sein Auto. Fängt es gerade noch so. Ist Basler war auch vorbei an ihm. Oh, und Floke mit einem fetten Fehler, der hat sich weggedreht. So, und jetzt gibt es Chaos in der Box. Und Bojan hat eigentlich ziemlich Glück, weil seine Boxengasse ist ganz hinten. Und Nussbaum kriegt eventuell einen Unsafe Release, weil jetzt zu viele Autos sind oder doch nicht. Bojan, oh, Williams, knapp schneller. Oder gerade so schnell genug, dass Bojan vor Nussbaum bleibt. Und im Späterfall, er bleibt noch eine Runde draußen. Das war, ja, blöd, weil die Zeit hätte er beim Boxenstopp nie verloren. Auch wenn Bojan erst hätte abgefertigt werden müssen. Als die Zeit, die er jetzt verliert, wenn er eine Runde draußen bleibt. Das wird toll für Nussbaum. Und schon mal alle in der Box. Alle Bojan in der Box. Mit Soft unterwegs, alle anderen mit Medium so hart. Stimmt. Oh, interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, schafft man es mit Medium von hier aus bis zum Rennende? Gute Frage. Baslova 3 Sekunden Zeitstrafe. Bojan hat ja auf jeden Fall die Möglichkeit, zweimal Soft zu fahren, weil jetzt kannst du alles fahren, worauf du Bock hast. Sobald es regnet, sobald du Intermediate drauf hast, gibt es keine Regel mehr von wegen. Du musst mindestens zwei verschiedene Reifen schon fahren. Und von 11 Meter Falle hat gerade mal 3,9 Sekunden Vorsprung. Ja, der verliert mega. Jetzt fährt er auch in die Box. Mit ist Bojan wieder der Führende. Nussbaum dann auf 2. Oh, und Pöpptun geht immer in die Box. Was ist da passiert? Pöpptun geht immer in die Box. Der hätte doch gerade erst frische Mediums drauf bekommen. Kriegst du dann etwa eine neue Nase? Hat er die verloren? Er kriegt tatsächlich eine neue Nase. Ärgerlich für Pöpptun. Schnellste Runde von Mickey mit 1.19.973. Buntes Reifen spielt hin und her. So, keiner hat mehr Intermediates drauf. Jetzt geht's rund hier. Jetzt werden die schnellen Zeiten gefahren. Noggern auch 3 Sekunden Zeitstrafe erhalten. Bojan mit einem Vorsprung von 2 Sekunden auf Nussbaum. Leclerc weitere 15 Sekunden dahinter. Dann Giova auf der 4 mit 1,7 Rückstand auf Leclerc. TZ, 3 Sekunden Zeitstrafe. Hier werden die Strafen darauf verteilt. Ja, das ist halt die Streckenbegrenzung. Bojan, schnellste Rennrunde, 1:17.217. Elf Meter ist nach dem Reifenstopp, hat sich eingereiht wieder auf dem Platz 7. Mula, 3 Sekunden Zeitstrafe. Leclerc auf 3 mit Mediums unterwegs. Dann kommt ein dichtes Feld hier von Jova Fuku und Baslova. Vielleicht rein noch innerhalb von einer Sekunde. Also bestellweise liegt noch genug Wasser auf der Strecke.
fängt hier noch Elfmeter direkt hinter DZ, DZ direkt hinter Barcelona. Wieder dieser schöne Mittelfeldzug, den wir haben. Manu Miki, Fietz, Quala und eine Koppel mit dem harten Reifen. Jetzt kommt auch wieder die Sonne in Mexiko raus. Langsam wird es wieder heller. Fröhlicher, wärmer, heller. Rennfreudiger. Aber Bojan ist jetzt auch gerade gar nicht mehr so viel schneller als Nussbaum, dafür, dass er die weichen Reifen hat. Vielleicht bauen die Soft schneller ab. Ich kann mir vorstellen, dass Nussbaum hier gerade strategiemäßig ein bisschen besser unterwegs ist. So. Tjova, Floke, Bessler war es. Kommt aber irgendwie keiner an seinen Vordermann so richtig dran. Fitz ist in die Box nach drei Runden Harz. Der hat wohl einen Flügelschirm. Und Luca auch. Beide McLaren kriegen eine neue Nase. Luca hat die Season aufgegeben. Fitzes hat die Session verlassen, ne? Beide McLaren nicht optimal unterwegs. Reicht jetzt für Floke im Windschatten von Giova. Der nimmt den Windschatten gar nicht mit. Der fährt ja außerhalb des Windschattens. Ist ja irgendwie blöd, was er macht. Und der ist ein bisschen untergebaut in den Esses. Das hat die gelbe Flagge. Hat sich damit gefreut. Nussbaum und Bojan fahren jetzt in den letzten drei Runden die gleiche Pace. Bedeutet ja eigentlich nur, dass die Abstände eingefroren werden. Jeder muss eine Mindestrundenzeit fahren. Aber die Abstände bleiben gleich. So, ist wieder freigegeben und ab geht's. Und Floke hat gepennt! Bessler war's vorbei! Auf jeden Fall in der Box geht auf die harten Reifen. Interessant. Wir werden da noch den einen. Hier überholt man über von Baslova auf Giova. Nein! Giova macht die Ideallinie zu. Oh, Berührung zwischen Baslova und Giova. Ganz gegeben zu sein. Ein zartes Anklopfen.
wieder die Animation. Beim Anbremsen ist Barcelona schneller als Jova, beim Rausspringen kommt Jova besser weg. So schaut das alles ein bisschen reichen. Abstand an. Das dürfte reichen für Bessler, was er nimmt den Windschatten gescheit mit und die gerade nicht so lange in Mexiko. Und jetzt zieht er da schon nach innen. Das ist vielleicht ein bisschen unfair gegen Jova. Über die Außenseite, Kurve 1. Nimmt den Körper noch mit. Jova kriegt eine Zeitstrafe und Bessler was vorbei. Aber kommt da jetzt direkt der Konter von Jova, der hängt sich da was so immens in die Fuße. Der Bessler was hat allerdings das DRS. Jova bremst sich außen ran, versucht es around the outside, aber hat da nicht genug Platz. Ei. Und jetzt fährt er sich den Flügel noch am Sidepod von Bessler was ab. Kein gutes Zweikampfverhalten von Jova. Und Bessler was ist war in Kurve 1 auch nicht ganz so clean. Nicht immer schön, wenn man sein Auto direkt wieder vors andere schert. So, ein Floke gegen Jova, Rad an Rad, Richtung Eingangsstadion. Die fahren sogar zu dritt da durch Kollision, da muss es eine Berührung geben. Und der Floke rutscht durch, jetzt ist der Jova wieder. Und der Jova geht da in die Quere rein. Und dadurch verliert Floke wieder. Das ist nicht wirklich fair und bedacht hier. Und jetzt fährt Jova da auch in die Box. Und großer Nutznießer, super großer Nutznießer ist TZ. Der ist jetzt auf Platz 5. Und hat auch noch DRS. Aktiviert das aber viel zu spät, viel zu spät. Und Floke kommt jetzt auf einmal angeschossen. Jetzt geht's hier rund in Mexiko. Wer bremst später? TZ mit einem fetten Lockup. Bremst viel zu spät. Aber in Kurve 2 und 3 wird's eng genug, dass er sich breit machen kann und ist vorab verteidigt. Jetzt haben beide wieder DRS. Windschatten, Floke bei TZ. Die Attacke bleibt aus und hier bleiben die Räder nochmal fett stehen. Bei TZ, aber er bleibt gerade so vorne. Spannende Zweikämpfe haben wir, sehen wir hier. Bei jede Position wird hier verteidigt. Bojan hat noch gerade mal einen Vorsprung von 0,8 auf Nussbaum. Da schrumpft der Vorsprung auch nur noch 0,7. Das spricht dafür, dass die weichen Reifen so langsam, die Soft langsam den Geist aufgeben. Der Vorsprung schrumpft schnell. Hier geht es um P1, Nussbaum will jetzt an Bojan vorbei, hat auch den besseren Pace. Jova nach dem Boxenstopp auf P3, auf Platz 13 zurückgefallen. Und wieder haben wir gelbe Flaggen. Auf der langen Gerade. Und schau mal, Nussbaum, was ist denn da los? Niki Pips kaputt auf Platz 10. Und Nussbaum ist ganz dicht dran an Bojan. Machen da die Reifen von Bojan etwa schon schlapp. Sieht auf jeden Fall danach aus, da verliert er wirklich viel. Mal gucken, ob ich die Reifen da wissen. Man sieht, ja, also mit, man sieht ein bisschen, dass die Reifen hier schon einigermaßen abgenutzt sind, aber wie der Verbrauch da genau ist von den Reifen, kann ich hier nicht beurteilen. Ja, auf jeden Fall sehen die gelben von Nussbaum besser aus. Jetzt der Angriff. Ich glaube. Nussbaum vorbei an Bojan. Sie laufen auf den ersten Überrundeten. Auf Pizzi. Und damit haben wir auch unseren ersten Führungswechsel nach 20 Runden. Jetzt ist natürlich die Frage, Bojan muss auf jeden Fall noch in die Box. Aber muss es Nussbaum auch? Das müssen wir uns überraschen lassen. Wir haben Runde 20 von 36. Kommt drauf an, wie gut er mit den Reifen umgeht. Ausgeschieden am heutigen Namen ist schon KMG, Nogger, Mr. Copy und Mickey sind schon ausgeschieden. Jova mit der neuesten Best, der schnellsten Runde mit 1:17.111. Nussbaum
bekommen hat. Weiterhin Fizzi wurde überrundet, wie gesagt schon von Nussbaum. Der nächste, der an ihm vorbeizieht, wird dann Bojan sein. Cherokee auf der 13, Giova auf der 12. Voila auf der 11, Mula auf 10, 11 Meter Falle auf Platz 9, Perpetuum auf der 8, Twitch Lemon auf 7, Flo auf 6, TZ auf der 5, Baslova auf Platz 4, Leclerc auf 3, Bojan auf 2, Achtung auf 1. So, ein Floke wieder vorbei an TZ. Aber der hat gar kein ERS mehr, der Floke. Und der TZ, der hat noch 70%. Der geht mit seiner Batterie nicht gescheit um, der Haas-Pilot. Oh, da gab es eine Kollision. TZ mit... TZ war auf jeden Fall kurz neben der Strecke, das Auto stand komplett quer. Da ist der Flügel auch vorne beschädigt, wenn ich das richtig erkenne. Vorne links. Ja, vorne links fehlt ein Teil vom Frontflügel. Damit ist Twitch Lemon auch vorbei an TZ. Übernimmt die Position 6. Und Bojan in der Box. Das heißt, die Zeit für Leclerc, Bojan vorbeizukommen, wäre jetzt optimal. Ist auch mit den Mediums unterwegs. Und somit haben wir noch einen zweitplatzierten Leclerc. Nussbaum vorne auf 1, hat 18 Sekunden Vorsprung vor Leclerc. Bojan kommt wieder als Vierter auf die Strecke zurück, reiht sich hinter Baslova ein. Wieder vorgefahren auf die 9. Versucht natürlich wieder das Bestmögliche rauszuholen, nach vorne zu sich zu kämpfen. Und dann Nussbaum hat im Moment die Ruhe weg, vorne hat ein gutes Polster von 18,3 Sekunden auf den zweitplatzierten Leclerc. Das heißt, wenn er das Tempo so beihalten kann, noch ein paar Runden, könnte er sich eventuell einen Boxenstopp rausfahren. Leclerc auf 2 hat 4,9 Sekunden Vorsprung vor Baslova. Baslova hat... Oh, wird gejagt hier von Bojan. Bojan will an Baslova jetzt vorbei, will nach vorne wieder. Wie war das vorhin? Wer muss noch so viele Punkte haben, um schon vorzeitig Meister zu werden? Der Bojan. Aber 3 Punkte, die wird er auch auf... Platz 8 mindestens kriegen. Jetzt fährt er ja schon auf Platz 3 vor und da muss er nicht mehr in die Box. Also, das sollte kein Problem werden für den Bojan, heute Weltmeister zu werden. Ist an Baslova vorbei. Baslova zieht schon mal keine 3 Sekunden Zeitstrafe ein. Flo auf der 5. Twitch Lemon auf der 6. Jetzt haben wir keine direkte Zweikämpfe mehr. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Wir sind in der 23. Runde von 36. Also noch 13 Runden und diese sind noch zu fahren. Am heutigen Abend hier in Mexiko. Und dann geht's dann. Wann geht's weiter mit dem Lauf 19? Nächste Woche? Nächste Woche, ja. Nächste Woche Sonntag könnt ihr dann weiter, könnt ihr wieder einschalten mit dem Lauf Nummer 19 von 21. Gleiche Uhrzeit. Gleiche Sieger. So, was können wir jetzt zeigen hier? Bojan schließt ganz schnell auf Leclerc hier auf. Hat auch die frischeren Reifen. Leclerc rückt schon von 19 Sekunden mittlerweile auf Nussbaum. Muss ich jetzt hier verteidigen mit Bojan. Und da kommt auch gleich der Angriff, würde ich sagen, aufgegeben. Und Bojan vorbei an Leclerc mit Überschuss. So
Bojan wieder auf P2. Schau mal, wie schnell er nach vorne kommen kann auf Nussbaum. Wie groß der Unterschied jetzt schon im Reifen ist. Das ist halt die Frage, fährt Nussbaum zu Ende? Oder fährt er auch noch nicht? Ich weiß nicht, wie lange die Mediums hier halten. Also, Nussbaum fährt jetzt schon 14 Runden mit den Mediums und scheint noch nicht eingebrochen zu sein. Aber dennoch ist Bojan ein bisschen schneller unterwegs im Moment. Nussbaum in die Box. Nussbaum in die Box, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, der wird dann noch ganz 12 Runden auf dem Soft fahren. Ja, der Soft. Hat gerade 10 oder 11 geschafft. Bojan jetzt auf Start und Ziel. Nussbaum ist da nicht rausgefahren, damit übernimmt Bojan wieder P1. Leclerc ist auch nochmal in der Box. Nussbaum jetzt wieder auf P2, Bojan auf der 1. Boxenstopp bereinigt. 4 Sekunden hat der gute Nussbaum aufzuholen. Leclerc war in der Box für frische Softs. Kratatur mit den Harten hat vorgearbeitet auf Platz 4. Dio war schon mittlerweile wieder auf 8. Ja, Nussbaum kommt aber gut voran. Jetzt schon unter 4 Sekunden, nur noch 3,8. Rückschlemmen hat 16 Sekunden Rückstand auf den zweitplatzierten Nussbaum. Da kommt er auch von hinten per Perpetuum. Er ist auch da, ist das letzte Woche nicht gesprochen. Perpetuum vorbei an Twitch. Hat sich da nicht großartig gewehrt. Oh, was passiert? Leclerc wieder vorbei an Twitch. Lemon. Scheint einen Fehler drin gehabt zu haben. Er hat es gut gesehen von oben von der Helikopterkamera. So, haben wir noch irgendwo jetzt einen Zweikampf. Auf jeden Fall Nussbaum nur noch 2,7 Sekunden Rückstand auf Bojan. Das wird auf jeden Fall noch spannender Zweikampf werden bis zum Schluss, wer sich hier P1 schnappen tut. Das Platz 1 im Moment das Podium wäre Bojan, Nussbaum, Perpetuum, so wie damit der Stand der Dinge wäre. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Runden vor uns. Nur noch 2,8. Das waren mal 4. Leclerc hat insgesamt 10 Positionen gut gemacht. Über 8. Ich bin eine 0,5 Position.
Gelbe Flagge in Sektor 1. Ui, ui, ui. Perpetuum geht auch nochmal neue Reifen holen, damit ich die Jova auf Platz 6 vorgefahren. Sektor 1 und 2, gelbe Flagge. Meter vorgefahren auf Platz 5. Und auch vorbei an Floke. Wir haben beide nicht mehr viel ERS platzieren. Jetzt wird Mercedes belohnt. So, 8 Runden sind es hier noch. Emerico. Muss man mal 2 Sekunden Abstand auf Bojan. Frische, softe Reifen. Den Vorteil, den er momentan hat, wird er nicht durchgängig haben. Also muss er zusehen, dass er mit den nächsten 5 Runden, eigentlich den nächsten 4 Runden an Bojan vorbeikommt. Ich habe immer das Gefühl, dass der Medium hier tatsächlich der schnellere Reifen ist. Also dass der Soft in Mexiko ein reiner Quali-Reifen ist. Gut möglich. Sieht auf jeden Fall Zeit entsprechend dafür, dass der Gelbe besser und länger hält für diese Strecke als der Rote. Ja, schau mal, jetzt fahren wir schon wieder gleiche Geschwindigkeit. Es war vorhin genauso. Bojan konnte sich in den ersten 4-5 Runden super absetzen. Ab dann sind er und das Bojan mit gleichen Zeiten gefahren. Jetzt ist es genau umgekehrt. Platz 3 hat nach vorne, 21 Sekunden Rückstand nach hinten, 4,2 Sekunden Vorsprung. Was noch war auf der 4, auf Meter Falle, auf der 5, Jova auf 6, Koala auf 7 und Kuh auf 8. Perpetuum auf der 9, Twitch Lemon auf 10, TZ auf Position 11, Mola auf der 12, Cherokee auf der 13 und Fietz auf 14. Sind es nur noch 1,9 Sekunden. Vorsprung Bojan Nussbaum. Flo mit 3 Sekunden Zeitstrafe. Also hier werden die Strafen noch richtig gut verteilt. Bin gespannt, wie das am Ende dann aussieht. Wer hier die meisten Strafen gesammelt hat. Jetzt schau dir mal an, Koala, Floke, Perpetuum, Kampf um Platz 7, alle dicht beieinander ran, wer hatte die meiste Batterie? Floke hat nichts mehr, Koala hat nichts mehr und Perpetuum, der hat richtig viel, jetzt fahren die zu dritt nebeneinander, lasst euch Platz, Jungs! Und Perpetuum hat auch die meiste Batterie, ist auf der Innenseite, Berührung gegen die Nase, jetzt fahren die zu zweit in die Kurve rein und Perpetuum macht tatsächlich den Double Overtake und das noch kombiniert mit einer Zeitstrafe, weil er die Kurve abkürzen muss. Muss er nicht, macht er alle. Und wieder gelbe Flagge, Sektor 2. Natürlich, ganz interessant gedreht. Und dann langsam. So, 5 Runden noch, Nussbaum, 1,7 Sekunden auf Bojan. Ich glaube, der Einzige, der hier sichere Position im Moment eingefahren hat, ist Leclerc. Auf Position 3 hat nach vorne und nach hinten genug Luft, für das bis zum Ende durchzuziehen. Nochmal gelbe Flagge, Sektor 3. Tut vorbei im Koala. Jova hat es wieder vorgearbeitet auf Platz 6. Und beide Mercedes, Twitch und Koala. Beide unterschiedliche Strategie, einmal hart und einmal soft. TZ auf 11.
Ruder auf 12, Fix auf 13, Cherokee auf 14. Wo ja nur noch 1,2 Sekunden Vorsprung vor Nussbaum. Das wird auf jeden Fall spannend werden hier in der Endphase. Die letzten Runden laufen. Ciova ist aus dem Rennen ausgeschieden. Oh, wir haben ein virtuelles Safety Car. Und es kommt eigentlich dem Nussbaum zugute, weil der jetzt die Reifen ein bisschen schon kann. Ja, Giovas. Und Pöpzum auch kaputt! Pöpzum, der wollte in die Box! Der ist auf jeden Fall in der Boxeneinfahrt kaputt gegangen. Der hat sich wahrscheinlich spät für den Boxenstopp entschieden und macht sich dann kaputt. Der steht in der Boxeneinfahrt. Schauen wir mal beim Müller on board, da sieht man das jetzt gleich. Der Ula. Ja, der fährt nämlich gerade an der Box vorbei. Uff. Und schau mal, der Müller, der war die ganze Zeit immer auf 16, 15 umgedunkelt. Jetzt ist er auf 8. So schnell kann es gehen. Wieder grün. So, geht Rennen wieder freigegeben. Doch der Safety Car ist Ben Nussbaum noch 1,6 Sekunden Rückstand auf Boja. Wir sind in der 33 von 36 Runden. Bin mal gespannt, ob da Nussbaum jetzt noch was reißen kann in den letzten Runden, nochmal aufschließen kann auf Boja und ob wir nochmal ein spannendes Duell sehen um Position 1. Aus dem Rennen ausgeschieden ist dann Giova und auch Perpetuum. Das heißt, wir haben schon mittlerweile einige, die ausgefallen sind hier. Nur noch 12 Autos im Rennen von am Anfang 18. Wieder. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit. Wenn Nussbaum noch auf P1 vorfahren will, muss er sich den Zahn zulegen. Claire auf 3, Baslova auf 4, Elfmeter, Falle auf 5, Flo auf 6, Tütschlemmen auf 7, Mula auf 8, Koala auf 9, TZ auf 10, Fietz auf 11, Cherokee auf 12. Letzte Rennrunde von Boja mit 1.15, 6.74. Jetzt kommt noch an, wer hat die bessere Ausgangsleistung, wer hat die bessere Reifen? Nussbaum oder Boja, Leclerc auf 3, auf 3 kann sich auf jeden Fall zurücklehnen, muss das Rennen nur zu Ende fahren. Wird aber, oh, nee, langsam hier von hinten her zu sehen, auch Basler, weil wir noch 2,9 Sekunden, 3 Sekunden Rückstand. Leclerc gerade nochmal 3 Sekunden Zeitstrafe erhalten. Wenn die am Ende nochmal draufgerechnet werden, rutscht Baslova vor ihm. Und Meterfahrer auch 3 Sekunden Zeitstrafe. Jetzt purzeln die Zeitstrafen am Ende. Nussbaum gibt hier alles, fährt hier Vollgas, Volldampf voraus, will auf jeden Fall nach vorne, aber schafft es wahrscheinlich nicht, die Runden gehen ihm aus. Runde 34 von 36. Auf 3, lassen wir auf 4, vor sich schon langsam Leclerc auftauchen. 11 Meter Falle auf der 5. Hier auf der 6 hat wird hier gejagt von Tütschlemmen. Er ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, wer sich den sechsten Platz mit nach Hause holt am heutigen Abend. Mula auf 8, muss ich hier noch gleich verteilen gegen Koala. TZ auf der 10, Fietz auf 11, okay, auf der 12. Immer noch 1,3, 1,4 Sekunden Rückstand hat Nussbaum auf Bojan. Auf jeden Fall wird es bis zum Ende spannend werden. Wer hier wie viel Strafe mit nach Hause holt, ins Ziel mit reinholt, das werden wir wahrscheinlich erst am Ende dann sehen. Ich habe so langsam den Überblick verloren mit den ganzen Zeitstrafen am heutigen Rennabend hier in Mexiko. Ja, das ist immer das Problem mit dem Rennen. Oh, Twitch ist aber noch am Floke dran. Beide haben kaum noch Batterie.
Jetzt der Angriff. Ui. Twitch Lemon direkt. Wir nehmen dann noch wahnsinnig durch die Kurve. Twitch Lemon und Floki. Und Flo. Floke, ja. Floke. Flo. Irgendjemand wurde gerade disqualifiziert. Perpetuum wurde disqualifiziert. Und TZ wurde auch disqualifiziert. Madonna, was passiert hier in den letzten Runden? In der letzten Runde. Ja, wahrscheinlich zu viel gecuttet. Nur noch 11 Fahrzeuge im Rennen. So, Nussbaum, immer noch 1,5. Letzte Runde. Letzte Runde hier in Mexiko. Ein zweiter Sektor sind wir schon. Ja, noch ein Sektor ist vor uns und dann geht es hier auf Start und Ziel. Bojan auf der 1, verteidigt seinen Erstplatz, hat den Vorsprung mit von 1,4 Sekunden. Nussbaum versucht noch in der letzten Runde ranzukommen, wird aber wahrscheinlich nicht klappen. Bojan hat noch, beide fahren hier mit den letzten Tropfen in der letzten Runde. Bei beiden blinkt die Tankuhr schon. Also wie es aussieht, wird Bojan das nach Hause fahren. Kommt sich auch nochmal kurz ab, jetzt mittlerweile sind es 1,6 Sekunden. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus für Bojan. Er fährt jetzt hier, wo sind wir hin? Vor Start und Ziel, letzte Kurve, auf Start und Ziel und dann Glückwunsch an Bojan zum ersten Platz. Nussbaum zum zweiten. Glückwunsch auch an ihn. Leclerc auf Platz 3 kommt jetzt durch das Stadion hier noch, wo der schöne Tonkopf in Mexiko ausgestellt wird. Wird noch gejagt von Baslover, der auch noch versucht an ihm vorbeizukommen, wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr reichen. Noch 1,2 Sekunden, jetzt fährt er Leclerc auf Start und Ziel und schafft ins Ziel zu auf den dritten Platz. Das sind dann die ersten drei Platzierten. Baslova auf der 4. Elfmeterfalle jetzt auch auf seinen letzten Metern. Fährt jetzt auch um die letzte Kurve auf Start und Ziel und holt dann damit Platz 5 mit nach Hause. Twitchlova kämpft hier noch mit Flo. Flo versucht hier noch an ihn ranzukommen, aber wir sind auch da schon in der letzten Kurve. Da wird es auf jeden Fall sehr eng werden. Twitchlova holt sich dann auf den 6. Flo auf 7. Voila, dann wird sich den 8. Platz mit nach Hause und wird auch keine Bedrohung mehr für ihn da sein. Er muss das Ding nur bis nach Hause kriegen. Kein Fehler mehr machen in der letzten Kurve, um die letzte Rechtskurve und über Start und Ziel Platz 8. Mula auf der 9. Und den Rest werden wir dann gleich nochmal sehen, wenn alle durch sind. So, auf jeden Fall haben wir ein spannendes Rennen hier gesehen in Mexiko. Jetzt sind wir mal gespannt, wer auf welcher Position am Ende gewertet wird mit den Zeitstrafen. Wie gesagt, dann lasse ich mich auch gerne überraschen. Wir haben auf jeden Fall, so wie es aussieht, Bojan auf Position 1, Nussbaum auf der 2 und Leclerc auf der 3. Drei verschiedene Teams auf dem Podium. Glückwunsch. Ja, meine lieben Damen und Herren, das war's von unserer Seite. Ich danke dir vielmals, Steve, für deine taktische Unterstützung. Das hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Und was wir vergessen haben, Bojan ist Weltmeister. Glückwunsch. Glückwunsch dann auch zum Titel für Bojan. Oh, jetzt sieht man, hier kriege ich auch mal Punkte für das, dass ich zugeschaut habe. Ja. Auch nicht schlecht. So, hier haben wir jetzt nochmal dann die Zieleinlauf. Genau. Wir sehen uns dann nächste Woche in, wo ist denn, oh Gott, dürfte USA sein, tatsächlich. Wir sehen uns dann nächste Woche in Austin, Texas, auf dem Circuit of America. Das ist eine sehr geile Strecke, sehr schön, um Rad an Rad durch den dritten Sektor zu fahren. Vielen Dank an alle, die heute eingeschaltet haben, fleißig geliked haben. Bis nächste Woche. Tschüss. Und ciao. Ciao, ciao. Haut rein.